Herzlich willkommen bei Relevant. Ich habe Sie bisher eher als Aktivistin wahrgenommen, nicht so sehr als Journalistin. Keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Warum willst du für eine Illustrierte arbeiten, die die Würde der Frauen mit Füßen tritt? Ganz einfach, weil ich da was bewegen kann. Ich werde stellvertretende Chefredakteurin von Deutschlands größter Illustrierten. Wisst ihr, was der Verleger zu mir gesagt hat? Mit diesem Job sind Sie Deutschlands mächtigste Frau. Ich kündige die nächste Titelgeschichte. Ich habe die Chance, Frauen in einem Bus zu begleiten, die zum Schwangerschaftsabbruch nach Amsterdam fahren. Ich kann das einfach nicht ab, wenn irgendwelche Hausfrauen den Film Noir mit Schwarz-Weiß-Film verwechseln. Hab ich. Wenn Sie mich noch einmal Hausfrau nennen, schneide ich Ihnen die Eier ab. Sie sollten sich öfter mal ein bisschen entspannen. Das haben Sie sich verdient, Herr Olsen. Ja. Nur zu Ihrer Information, Frau Simonis. Ich habe nicht mit Olsen gerumst. Ich aber. Ich möchte, dass Sie sich um Jenny kümmern. Bitte? Gratuliere, Frau Wolf. Jetzt sind Sie Deutschlands mächtigstes Kindermädchen. Sie können nicht einfach die Titel austauschen! Das Cover fällt in meine Verantwortung. Du hast im Archivier gekannt! Sie missachten alle journalistischen Grundregeln. Von mir aus können Sie an Ihren journalistischen Regeln ersticken. Sie wollen wirklich in diesem Irrenhaus hier arbeiten? Ich meine, Sie sind doch berühmt. Ich bin Masochistin.